Leute, was geht ab, Leute? Hong hier mit einem vollen Gebiss wieder. Ein Jahr hat es gedauert, 11 Monate oder so. Oh mein Gott, hätte ich das ausspülen sollen? Also ich war gerade bei Zahnarzt und die haben mich am Ende nichts mehr gegeben zum Ausspülen. Deswegen muss ich extra Wasser kaufen. Ich habe mein Implantat endlich reinbekommen. Nach 11 Monaten. Ich hatte ein Problem. Füllung hat sich aufgelöst, dies, das, das, was abgebrochen. Da haben wir die Reste des Zahns komplett rausgezogen und seitdem haben wir versucht, das neu zu füllen. Und jetzt ist es endlich da. In 2 Stunden kann ich was essen. Das heißt, jetzt gehe ich erstmal Haare schneiden und dann gönne ich mir die letzte Chance auf das Monatsspecial von Spitzewirtschaft. Alter, ich war schon so lange nicht mehr da, ich weiß nicht mal mehr deren Namen. Jo, Spitzewirtschaft. Haare aufgeschnitten. Zeit ist jetzt rum, ich kann wieder was essen laut Zahnarzt. Problem ist, obwohl das Angebot noch länger läuft, also bis 15 Uhr, 14.30 Uhr oder so kann man eigentlich noch hier bestellen, gibt es das Monatsspecial nicht mehr. Und heute ist der letzte Tag, deswegen bin ich ja überhaupt hierher gekommen. Jetzt habe ich das verpasst. Jetzt habe ich ja null Anreiz, den Rest auch noch zu testen, weil wenn du jetzt eh einen verpasst hast, dann ist ja eh egal, ob du 2, 3 verpasst. Komm zu meiner Spitzewirtschaftsbank. Hier hocke ich mich immer hin. Aber jetzt ist es Außengastro eh, also oha, seit dem letzten Mal, wo ich da war, seitdem gibt es wieder Außengastro und sowas. Krass. Ja, Lektion des Tages, Kinder. Verschiebt nicht alles bis auf den letzten Drücker, weil dann kann es sein, dass es nicht mehr hinhaut. Und sonst hättet ihr mehrere Chancen, das nochmal zu probieren, zu testen, zu verbessern. Wenn ihr es auf den letzten Drücker macht, habt ihr vielleicht nur eine einzige Chance. Und wenn die daneben geht, dann war's das. Dann müsst ihr euch mit sowas hier zufrieden geben. Plan B. Okay, es sieht nicht so appetitlich aus, aber die Sandwiches sind eigentlich ziemlich geil hier. Irgendwas mit Käse und gebratener Oberster. Hoffentlich endet das nicht wieder Käsedöner. Aber wie gesagt, eigentlich habe ich keine Laktoseintoleranz oder so. Milchunverträglichkeit. Eigentlich nicht. Ich habe gelesen, das kann sich auch spontan plötzlich entwickeln. Wenn irgendwie die Enzyme im Magen weniger werden, das kann einfach so passieren, dann kann man das jederzeit eigentlich bekommen. Also auf einmal, auf blöd habe ich es auf einmal bekommen. Keine Ahnung. Haha, es ist angekommen, Leute. Es ist Freitag. Wenn ihr das seht, Samstag, und am Samstag feiert Laura Geburtstag. Also zum Glück habe ich Express-Versand genommen. Da ist es gerade so angekommen. Das kommt ja auch nur einmal im Monat. Aber du bist schon die zweite kommen, oder nicht? Das ist doch die zweite. Nein, das ist die dritte. Nein. Weil es die dritte. Jetzt dann? Nein, nächsten Monat ist die dritte. Das kommt doch nur einmal im Monat. Ich kann mir vorstellen, das wäre schon ein Plan. Ich komme echt schon vor, dass es 3 Monate Minimum her. Oh, yes! Warum weiß ich, was jetzt passiert, Alter? Was? Sorry. Was geht ab, Leute? Was geht ab? John Banks ist wieder in der Haus mit neuer Kamera und ihr wisst, wenn ich komme, heißt Primetime Shisha Time. Wuhu! Warum bist du bereit? Ja. Weißt du, wer in München ist? Ich hab gesagt, er soll vorbeikommen, aber er schämt sich. Ja. Warum darf? Echt jetzt? Ja, man, er hat ein Magic-Turnier oder so. Aber er soll vorbeikommen, Mann. Ja, hab ich gesagt, also kannst du eine Shisha mal empfehlen? Ich so, schau einfach hier bei uns vorbei. Masquerade kann ich hier vorbei. Kann ich empfehlen. Masquerade, John Banks Bar. So, gerade noch nebenbei, während John hier alles vorbereitet hat, Shisha angemacht hat, hier alles umgestellt hat. Wheel of Steel ist zurück, hat er wieder vorbereitet. Hab ich schnell den Daily Vlog geschnitten. Multitasking, Supertalent bin ich heute. Welcome back wieder. Jetzt probieren wir den anderen Geschmack. Bubblegum. Bubblegum bin ich gespannt. Auf jeden Fall rosa. Rosa, rosa. Komm, probier noch. Boah. Yes, ja. Boah. Also der schmeckt mir überhaupt nicht. Aber schmeckt trotzdem.
Boah! Also das schmeckt wirklich nach Bubblegum. Aber nicht nach Hubba Bubba oder so, sondern einfach... Ich raus. So, jetzt schauen wir mal, was Milos sagt. Probieren wir mal. Riechen ist schon gut. Aber probieren es. Ja, naja. Zu wässrig. Also, findest du Bubblegum? Oh ne, Bubblegum gar nicht gut. Gar nicht gut. Da war sogar der von Vorgross besser Bubblegum. Ja, Mann. Gibt schon was. Du schaust immer nur so kurz vorbei, Gino. Was ist los da? Zuckerwasser. Ich finde, es schmeckt nicht mal nach Bubblegum. Es schmeckt einfach nach irgendwas. Das nach künstlich. Das shows du Number One Fan. Ja. Schmeckt echt nicht so gut. Probieren wir gleich den nächsten. Nochmal für die Leute. Ich noch nicht. Das ist auch schon wieder so stark, Mann. Degel. Nein, riecht's nicht. Shit. Ja, schaut, vielleicht machen wir heute den Parfum-Test. Ich werde es den Leuten vorsprühen. Und dann müssen sie raten, welche Duftstoffe drin sind, okay? Marc Gebauer, Verteiler. Pfeffer ist drin, Alter. Das rieche ich jetzt schon raus. Machen wir jetzt gleich oder später? So, Leute, heute mal ein etwas anderer Test. Wir spielen heute Parfum-Raten. Heute geht es um einen sehr besonderen Duft. Die Parfum-Freaks kennen den. Oder normale. Wie heißt der? Air Tiger von Marc Gebauer. Air Tiger, hat etwas Besonderes schon mal zum Deckel. Das erinnert ihn an sein erstes Modell, irgendwie Rolex und so, wie an der Seite drin. Wisst ihr, was ich meine? Coole Idee. So. Ja, ist echt besonderer Deckel. Warte, wir fangen an. Warte, ich habe eine Frage. Ja. Wie viele Düfte hat Marc Gebauer schon? Ist das irgendwie so ein besonderer, sein erster? Das ist wirklich seiner Duft, den er hat herstellen lassen. Ja. Sein erster. Er hat zwei Düfte. Okay. Ja. So, das ist sein erster Duft. Wer ist Marc Gebauer? Von einem echt, von einem sehr berühmten Parfümeur. Fangen wir mit Chong an. Du musst einfach raten, welche Noten. Marc Gebauer ist Parfüm und Bohnen-YouTuber, Mann. Ja, aber welche Firma hat ihn produziert? Welche Firma hat ihn produziert? Die von Serchoff machen die Düfte. Serchoff ist ein paar Ligen über Richwoods. Oh mein Gott! Glaube nicht. Unsere Firma ist von Firmen nicht. Glaub mir. Doch, und obwohl man nicht ist, ist macht auch bei Marc Chanel und alles andere auch. So. Ja, versuch einfach zu raten, welche Duftstoffe drin sind. Wie findest du den Duft? Also ich mach den überhaupt nicht. Da ist Tigergras mit drin. Was ist Tigergras? Savage Garden. Was sagst du? Tigergras? Vetiver ist drinnen. Vetiver ist nicht drin. Okay. Aber echt nicht. Patchouli könnte mit drin sein, ein bisschen. Oh, der Patchouli ist drin. Mojus? Nein, Mojus riecht anders. Das riecht bis hierher rüber. Ja. So viel Pfeffer drin. Oder? Ich mag's aber auch nicht. Nee, was hat Pfeffer? Es riecht nach Natur. Aggressiver Duft, starker Duft, sanfter Duft. Sehr starker Duft. Kratzt sogar tatsächlich im Hals oder in der Nase. Finde ich persönlich überhaupt nicht mein Stil. Aber eins richtig gerade. Patchouli ist tatsächlich drin. Zimt ist auch drin. Geschäftsmann-Duft. Das ist so, wenn ich Hong wäre, so ein richtig, wo es um Eindruck geht, ist das für dich echt sowas dran. Das ist wirklich echt
für Businessleute so, wenn es um was geht, ja. Aber ich glaube, Frauen mögen ihn nicht, ja. Mein Fazit ist scheußlich. Frauen und so mögen sie nicht, ja, ja. Was kostet also nicht schon? Zum Date tragen, nur zum Geschäftsessen. Der kostet 199 Euro nur. Ja, das ist nicht viel. Preis-Leistung echt gut, ja, krass. Nicht viel, ja. Hier sieht man nochmal, der Duft ist, hat eine 7,4 bekommen auf Parfumo. Haltbarkeit 9,7, das ist okay. 10 ist das Maximum. Bei richtiger Antwort. Oh, sie hört nicht mal ein Endschlecht. Bei richtiger Antwort. Bei richtiger Antwort dürft ihr 2 Punkte klauen. What the fuck? Boah, 2. Krass. Bei falscher Antwort verliert ihr sogar noch einen Punkt. What the fuck? Was ist mit dir los? So. Extrem, extrem, extrem. Also extrem. Spiel Nummer 7. Richtiger Dragon. Hallo? Ihr habt schon 8 Punkte, ihr müsst auch. Das ist nicht Dragon. Also mit Clown oder was? Ja. Keines. Nein, mit Clown. Wenn du richtig errätst, darfst du 2 Punkte klauen. Und wenn du falsch errätst, verlierst du dann noch extra. Oh mein Gott. Und wenn du es richtig hast, kriegst du 1 Punkt. Wenn du es richtig hast, hast du 2 Punkte klauen, dann kriegst du 2 Punkte. Achso. Ja. Das ist so. Das ist so ein Gefühl. So, der Moment. So, ich fange an. 5 Wörter werden vorgelesen. Erstes Wort, Party, DJ, Musik, Disco. Ein Punkt verloren. Eine sehr spannende Runde heute. Ja, heute hat mir echt ganz viel Spaß. Ich bis zur letzten. Mann. Ich bin wieder gehen. Oh mein Gott, ich wollte das noch erzählen. Warte. Ja, heute extrem verrückte Fragen. Bis zur letzten Frage hat entschieden. Ja, ein Auf und Ab. Jeder hat mal geführt und dann kommen geklaute Punkte, Schuss auf den. Ja. Letzte Frage hat entschieden, Laura kommt ins Finale einziehen. Dann, ohne Ausscheiden viel besser. Hat sie leider gegen den Game Show Master abgelost. Ja, aber das ist blöd. Weil wenn du im Finale wie Laura zum Beispiel nur eine Münze hast, ist halt fast tot. Ja. Yeah. Ist halt fast schon unmöglich. Außer du kannst, du weißt alle Fragen. Wenn du zwei Münzen hast. Egal, Champ, was hast du zu sagen? Digga, ich bin auch der Beste, Mann, Alter. Schleichzeug. Das ist so wie damals das Turnier, diese eine Szene mit dem Gürtel. Du bist schön, oh mein ja, Gott, Mann, du der Champ ist hier, Mann. Ja, ich hab gerade endlich was. Wie viel habe ich Cashback? 3%, gell? Ja. Und schaut, wie viel ich Cashback bekommen habe, und dann kommt sie auf die Summe. Du hast auch viel ausgegeben. Wie viel ich ausgegeben habe, dann kommt sie genau auf die Summe, schaut. Okay. Nein, das war Urlaub. Es ist wirklich Karten-Cashback 1195, da ich sag's euch ehrlich, wenn ich 3% habe und 1195 bekommen habe, sagen wir, nehmen wir die Zahl 1195, mal 33, weil das sind dann die 100%, die ich gezahlt habe und davon 3%, checkt ihr, mal 33,33 sogar. 1195 Mal. Das ist allein nur auf der Visa-Karte ausgegeben. Okay, du hast echt viel ausgegeben. Mann. Echt? Ich bin also wieder Richtung Cash Trap. Ja. Ich glaube, so viel Geld habe ich. Das ist nur auf der Karte. Nur auf der Karte. Visa-Karte, Schwede. Wie viel kriegst du? Was hast du Cashback? 3%. 3%. Alter. Ja, das war's von uns. Wheel of Steel, Chunks Game Show ist zurück. War eine lustige Runde. Neue verrückte Regeln, aber hat Spaß gemacht. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht zu viel erzählen. Schaut gerne im Livestream vorbei. Den Zuschauern hat es gestern auch viel Spaß gemacht. War echt eine witzige Runde. Schaut auch vorbei und ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Instagram, in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Serious Business und ciao.